Hallo Anders, Steinbock-Sternzeichen. Wir schauen in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke, es ist allgemein und es kann nicht auf jeden zutreffen. Ha, bei dem einen oder anderen Steinbock könnten hier durchaus die Gefühle blockiert sein. Aber auch bei euch das, der Hinweis, Kommunikation, Bewegung und Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ja, irgendwie scheint Entscheidungen jetzt hier bei allen Sternzeichen anzustehen. Aber bei euch, ja, sind so die tiefen Gefühle gerade etwas gehemmt, obwohl hier gute Nachrichten, ja, für euer weiteres Voranschreiten auf euch zukommen. Womit hat die Entscheidung denn zu tun? Vielleicht kriegen wir hier schon eine Antwort, vielleicht aber auch erst mit dem Tarot. Also, mit einer Veränderung. Ja, da könnte natürlich die Thematik unter anderem auch Umzug vorhanden sein. Generell stehen ja die Störche für eine positive Wende, aber irgendwie scheint das hier gerade aufgrund deiner negativen Gedankengänge sich hier auch nicht in eine positive Richtung zu wenden, sondern könnte durchaus dafür sorgen, obwohl es hier eigentlich alles gut ist, deine fehlende Entschlossenheit dafür sorgt, dass du ja das Ganze ins Negative wendest. Vielleicht möchtest du hier auch etwas abwenden, ein Schicksal abwenden und hoffst natürlich, dass du dich hier nicht einsetzen musst. Ja, manchmal kann man seinem Schicksal aber nicht davonlaufen. Unabhängig davon können wir natürlich alte Zyklen immer wieder neu durchlaufen, aber früher oder später wirst du dich entscheiden müssen. Auch wenn diese Veränderung für dich sich erstmal negativ anfühlt. Ja. Vielleicht musst du hier aus einem alten Stigma ausbrechen und wirst jetzt halt nochmal vor die Wahl gestellt. Aber irgendwas blockiert hier definitiv dein Wirken, deine Schöpferkraft. Ja, das kann mit einer Person zu tun haben, das kann aber auch der berufliche Aspekt sein. Der Magier hier umgedreht ist immer ein Hinweis darauf, das Thema Betrug, ja, eigene Egozentrik. Ne? Steinböcke haben das ja sehr gut mal in sich, dass sie gerne der Spiegel für andere sind. Ihr seid ja der Teufel im Tarot, der Schattenspiegel. Aber wenn es denn darum geht, das eigene Gefühlsleben hier zu beleuchten, um wieder überhaupt genügend Energie zu haben, um vorwärts zu kommen, da wird dann gerne mal Nein gesagt. Also es kann durchaus sein, dass hier etwas jetzt gerade aktuell vorhanden war, was eigentlich dazu aufruft, langsam mal eine Kehrtwende einzuläuten und dich nicht länger selber zu betrügen. Vielleicht siehst du das Ganze auch als Betrug an dir selbst an, aber eigentlich war es nur eine Reaktion auf deine Aktion. Neun der Stäbe heißt, sammel mal langsam wieder deine Kräfte, baue deine Ängste ab. Und vor allen Dingen steht die 9 der Stäbe auch für die vielen Möglichkeiten, die du hast, ja. Du möchtest dir einen Wunsch erfüllen, du möchtest eine Option angehen, dann erkenne, dass das möglich ist. 7 der Stäbe ruft auf, in deine eigene Tapferkeit reinzugehen, um auch in eurem Fall hier das Blatt nochmal zu wenden. Denn nur, wenn du für dich die Führung übernimmst, mit der Mäßigkeit, in der Lage bist, hier wirklich einen Ausgleich zu schaffen und natürlich auch das rechte Maß zu finden, nur dann ist diese Wende hier positiv. Also es geht hier so ein bisschen darum zu lernen, die Führung zu übernehmen und vor allen Dingen auch nicht mehr aus eigenem Egoismus heraus sich selbst oder vielleicht auch das Umfeld zu betrügen. Ja, und es gehören nun mal auch Gefühle zum Leben, lieber Steinbock. Das Leben ist nicht immer nur Arbeit und auch in dir schlummert der Wunsch nach emotionaler Fülle. Ja, 6 der Kelche. Hier ist so ein bisschen Regression gerade drin. Wie gesagt, das ist auch gerade nicht im Fluss. Deine Emotionen könnten unter Umständen hier durchdrehen. Wie gesagt, das hemmt dein Vorankommen. Aber letztendlich ist eine Wende notwendig, auch wenn sie sich für dich nicht stimmig anfühlt. Was haben wir denn hier?
Wie gesagt, Stagnation liegt hier gerade auf dem Tisch. Wir haben hier mit den Achterkelchen noch eine alte Verbindung, die raus muss. Ja, hier heißt es wirklich etwas aufgeben, auch wenn es schwerfällt, Abstand gewinnen, Bilanzen ziehen, deine eigenen Wege gehen, um dann mit den 7er Schwertern auch wieder in dein eigenes Geschick reinzukommen. Also alles orientiert sich hier auf den eigenen Weg gehen. Ja, aber dafür musst du deinen eigenen Weg natürlich auch erstmal finden. Ja, solange du mit Verdruss hier an diese Veränderung rangehst und das alles eigentlich nur schlecht siehst, wirst du auch letztendlich nicht in die Verwirklichung kommen. Die liegt aber hier schon. Das heißt, das, was hier negativ für dich in Aussicht scheint, ist eigentlich gut, weil du kommst hier in die Stimmigkeit rein, du schaffst wieder Ausgleich, du kommst hier mit den 10er Münzen auch in die Verwirklichung, in die Integration, kann natürlich auch das Thema Reichtum beinhalten und natürlich auch deine praktischen Fähigkeiten. Aber es ist auch immer ein Hinweis darauf, dass eben manchmal der Mangel an eigener Reife vorhanden ist, besonders in der Konstellation. Ja, also hier ist auch Überdruss absolut kontraproduktiv, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass du hier etwas sehr, sehr negativ auffasst, vielleicht hat dir jemand im wahrsten Sinne des Wortes den Spiegel vorgehalten und dir gesagt, ey, junger Freund, junge Dame, das geht hier nicht so weiter. Arbeite mal ein bisschen an deiner Gefühlsbalance hier und integriere dich mit einem neuen Dasein. Ne? Also irgendetwas oder irgendjemand hat dir hier so ein bisschen zugetan, aber zu Recht. Ja, jetzt fühlst du dich gekränkt, möchtest aber nicht unbedingt bei dir selbst schauen, sondern suchst die Konfrontation oder das Problem bei einer anderen Person. Aber eigentlich ist es dein Problem. Und letztendlich ist der Ausgang aber gut. Ja, es fühlt sich nur falsch für dich an, weil du es vorher nie aus der eigenen Fülle, aus der emotionalen Fülle heraus getan hast. Sondern immer nur, weil du ja etwas Übergeordnetes, ja, etwas Äußeres an dir genutzt hast, um das in die Fülle zu bringen, aber es ging niemals zum Kern. Schöne neue Woche.